Hallo an mein Skorpion-Kollektiv. Wir schauen in die Energie der kommenden Woche. Ich bin schon ganz gespannt, was bei euch so los ist. Ja, der Skorpion hat mal wieder den Stachel rausgefahren. Wie soll es auch anders sein? Dafür hat er ihn ja auch. Aber manchmal kann es auch nicht so dienlich sein, besonders wenn Vorurteile eine Rolle spielen. So weit war ich noch gar nicht. Die fünfte Schwerter ist wirklich ein Konflikt, Niederlage, die hier sich hier auftun kann. Und das ist allein deinem ungeklärten Verstand hier geschuldet. Ja, es kann nämlich sein, dass jemand auf dich zukommt, es eigentlich nicht böse meint, in Anführungszeichen, vielleicht sogar eine Kritik äußert und du fährst direkt den Stachel hoch, weil du es persönlich nimmst, also im wahrsten Sinne des Wortes überspitzt ansiehst, weil du das Gefühl hast, da musst du dich jetzt auf irgendeine Art und Weise rächen. Das ist allerdings nicht dienlich, sondern diese Kritik, die eventuell hier geäußert wird, ist eigentlich für dich dienlich, um hier in einen Neuanfang reinzugehen. Ja, also wäre es gut, hier tatsächlich auch diese alten Gedanken ein wenig abzuschießen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die 9 der Schwerter ist nämlich auch die Karte, die sagt, es ist Zeit für eine innere Aufarbeitung, für Reue tatsächlich auch, ja, weil hier natürlich sehr viel Impulsivität drin liegt. Das möchte hier auf jeden Fall rausgenommen werden, damit du so ein bisschen aus dieser Abwehrhaltung rauskommst und nicht gleich jeden verteufelst, nur weil diese Person vielleicht eine kleine Kritik äußert. Ja, vielleicht über dein Verhalten, dass eine Art und Weise vielleicht nicht korrekt war und du nicht sofort hier in Abwehr gehst und sagst, ja, aber die Vergangenheit. Nee. Ja, es heißt hier Lernen aus der Vergangenheit. Rein in den Neuanfang, zurück in den Ursprung, in deine eigene Unschuld quasi. Also einmal aufs Werksreset zurücksetzen. Dann, es möchte hier Richtung deiner Wünsche, deiner Traumerfüllung gehen. Ja, der Mond steht für deine Wünsche, für deine Sehnsüchte. Der Mond steht auch für deine Tiefe. Das, was du selber dir nicht anschauen möchtest, ja, weil du im Verstand komplett blockiert bist. Und hier möchtest du gerne in eine Neuausrichtung reingehen. 6 der Schwerter heißt wirklich deinen eigenen Weg gehen, dich befreien und dieses Unaufrichtige rausnehmen. Möglicherweise sogar Klatsch und Tratsch, ja, weil wir hier das Thema der Rache drin haben. Hier äußert sich jemand negativ, beziehungsweise möchte dich gerne leiten, in Anführungszeichen. Du spürst Rache und präsentierst deswegen Klatsch und Tratsch, der natürlich nicht korrekt ist. Ja, andersrum, wie gesagt, möchte es eben durch eine Verhaltensänderung möglicherweise eben hier losgehen, dass du dich neu ordnen kannst und eine Neuorientierung in Anspruch nehmen kannst. Mit den 4 der Schwertern heißt es hier einmal in die Besinnung, die Gedanken ordnen. Also es ist hier sehr, sehr luftlastig bei dir, bevor es hier wieder ins Gefühl geht. Als Kelchkönigin darfst du auch wirklich mal ins Gefühl gehen. Es ist auch völlig egal, ob du ein Mann bist. Ja, es geht ja um die eigene innere Gefühlswahrheit wieder kennenzulernen, wieder zurück in die Sanftheit zu gehen und dir auch deiner Zärtlichkeit bewusst werden. Mit dem Stachel raus, sobald jemand irgendwelche negative Kritik äußert, ist absolut nicht zärtlich. Ganz im Gegenteil. Ja, es wird alles abgeblockt, obwohl es durchaus mal Sinn macht, zu sagen, hey, vielleicht solltest du dein Verhalten ein wenig überdenken. Sehr, sehr schön. Mit deinem Zurückfinden ins eigene Gefühl kommt hier auch Heilung ins Spiel. Der Turm steht für Durchbruch, für Befreiung, für Reinigung. Ja, man sagt ja auch immer so schön, das ist der Blitzschlag Gottes, das Aufbrechen des Verstandes, um wieder klar denken zu können. Und dann geht's hier auch wieder in die Romantik rein. Page der Kelche, hier kommt ein Angebot.
Ja, ein handfestes Ereignis. Ja, es könnte hier wirklich eine Liebeserklärung in Anführungszeichen reinkommen, beziehungsweise sagen wir es mal so, in dem Moment, wo dein Verstand wieder klar ist, du auch wieder in deinem eigenen Gefühl bist, in deiner eigenen Wahrheit bist, hier dich selber reinigst, dann können auch wieder Angebote von außen auf dich zukommen und auch du bist wieder in der Lage, jemandem anderes, den du kennenlernst, zu sagen, hey, ich mag dich, ja. Vielleicht sogar, ich liebe dich. Schöne neue Woche.